gelirsin. Bu fosilin de bugün yaşayan canlı örneklerinden hiçbir farkı yok. Kafa yapısı, gözleri, solungaçları, yüzgeçleri, kemik yapısı, kuyruğu günümüzdeki benzerleriyle bütünüyle aynı. Şimdi ise yine bir başka canlı türüne ait bir fosil var. Hier ein Fossil aus einer etwas jüngeren geologischen Schicht. Dieses besondere Wirbeltier, eine Seenadel, lebte vor rund 23 Millionen Jahren und ist in Italien entdeckt worden. Sie geht zurück auf das Miozän, doch sie hat dieselben charakteristischen Merkmale wie eine zeitgenössische Seenadel. Ein weiteres Fossil, das demonstriert, dass eine Millionen Jahre alte Art bis auf den heutigen Tag völlig unverändert geblieben ist. Ein vorzügliches Konservierungsmittel für Fossilien ist Bernstein. Kleine Kreaturen wie Insekten und sogar kleine Reptilien sind manchmal in Harz eingeschlossen, das von einem Baum abgeschieden wurde. Im Lauf der Zeit wird das Harz härter und verwandelt sich in transparenten Bernstein, der den in ihm gefangenen Organismus praktisch unverändert konserviert. Da die kleinen, in Bernstein gefangenen Kreaturen augenblicklich und vollständig von der umgebenden Atmosphäre isoliert wurden, werden ihre Körper fast perfekt konserviert, über Millionen Jahre, bis auf den heutigen Tag. In Bernstein fossilisierte Kreaturen demonstrieren dramatisch, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Lebewesen, die vor Millionen Jahren existierten, und ihren heutigen Artgenossen.
Fossilien in Bernstein schaffen ein weites Forschungsfeld für zahlreiche Wissenschaftler. Die Entomologen Dr. George und Roberta Poynar, beide von der Berkeley-Universität in Kalifornien, haben zum Beispiel detaillierte Studien in verschiedenen Teilen der Welt an in Bernstein eingeschlossenen Fossilien durchgeführt, besonders aber in der Dominikanischen Republik. Für ihr Buch The Amber Forest, der Bernsteinwald, sammelten sie hunderte Fossilien im Alter zwischen 15 und 45 Millionen Jahren. Die Fossilien zahlreicher Lebewesen wurden eingeschlossen in Bernstein, beim Transport von Nahrung in ihr Nest, in Abwehrhaltung, bei dem Versuch, sich zu tarnen oder ihren Nachwuchs zu schützen, beim Verspritzen chemischer Substanzen, um Raubtiere zu neutralisieren. Sie alle sind in Bernstein konserviert und werden nun ausgestellt. Die Fossilien in Bernstein demonstrieren, wie alle anderen auch, eine ganz signifikante Tatsache. Lebewesen sind über Millionen Jahre unverändert geblieben. Anders gesagt, es gab keine Evolution. Zehntausende Bernsteinfossilien zeigen, dass seit frühester Zeit Termiten immer Termiten geblieben sind, Ameisen immer Ameisen gewesen sind, Frösche immer Frösche gewesen sind, Grashüpfer immer Grashüpfer und Motten immer Motten, und dass kein Lebewesen sich jemals verändert hat.